Ich kann es nicht glauben. Der Sandsturm ist weg. Ich dachte, der Sandsturm sollte sich verstärken. Ich verstehe das auch nicht ganz. Seit wir in Clara leben, hat es so etwas noch nicht gegeben. Seit alters her haben wir an dieser Harfe dort einen magischen Stein angebracht. Da leuchtet er. Jetzt ist der Sandwirbelsturm weg, mit dessen Hilfe wir den Sandwirbelsturm kontrollieren. Irgendjemand versucht wohl, den Schutzwall zu brechen. Ja, der hat's dann wohl geschafft, nehme ich an. Sonst wäre der Sturm ja nicht weg. Ich hege dieselbe Befürchtung. Ohne den Sandwirbelsturm ist Clara für eventuelle Feinde leicht angreifbar. Hier eingesperrt zu sein, was stinkt mir das? Zorn, das sollt ihr zwei mir noch büßen. Hör auf, mir die Ohren voll zu schreien und so. Was willst du? Ist ja nicht meine Schuld, Kerl. Muss schlimm sein, so von Brain verraten zu werden und so. Das ist ganz sicher nur ein Missverständnis. Auch Steiner, macht die Augen auf. Ihre Majestät würde mich niemals verraten. Du willst es wohl nicht einsehen, oder was? Was wohl jetzt aus der armen Prinzessin wird und so. Na? Prinzessin, ich eile euch sogleich zu Hilfe. Okay. Zurück in... ja, in den Tiefen Alexandrias. Und in Lillys Zimmer. Ob Mutter meinen Worten wohl Gehör schenkt? Musste Mutter Bumekia vielleicht deshalb angreifen, weil es ihr an etwas gemangelt hat? Hat uns Mutter vielleicht deshalb gefangen genommen, weil sie erzürnt über uns war? Ich muss ihr eins nach dem anderen in Ruhe erklären, sonst... Aber wird sie dir zuhören? Wann hat das bloß angefangen, dass sich Mutter so komisch benimmt? An meinem Geburtstag letztes Jahr? Damals, da war dieser große Mann, den ich noch nie zuvor gesehen hatte. Ob das wohl in irgendeinem Zusammenhang steht? Aber zweifelsohne ist seitdem mit Mutter etwas nicht in Ordnung. Und bald danach hat ja Professor Toto Alexandria verlassen. Seit diesem Tag, was ist da geschehen? Königin Brain will dich jetzt sehen, sag ich. Wir nehmen dich jetzt mit, sag ich. Ihr? Wie könnt ihr es in eurer Position als Hofnarren überhaupt wagen, mich zu duzen? Sei still, sag ich. Wenn wir dich duzen wollen, dann duzen wir dich, sag ich. Sie nehmen sich aber ganz schön viel raus, die Ärsche. In so einer Situation sagt man am besten so etwas wie... Schafft eure Drecksvisagen aus meinem Gesichtsfeld, ihr Mistkerle. Was hat sie gesagt, frag ich. Hab kein Wort verstanden, sag ich. Ihr seid ja auch Vollidioten. Na, wie auch immer, Königin Brain wartet, sag ich. Sie kann nur alleine laufen, sie will doch eh mit ihr sprechen. Los, Reinhard, sag ich. Die Königin wartet schon lange genug, sag ich. Mutter. Hui, Garnett. Wo warst du denn, Kleines? Ich konnte vor lauter Sorge gar nicht mehr ruhig schlafen. Komm doch noch ein wenig näher und lass Mutter dir einen dicken Schmatz geben. What the fuck is wrong with you? Mutter, ich würde dich gerne etwas fragen, aber... Was denn, Schatz? Ich beantworte dir alles, was du wissen willst, mein kleiner, süßer Liebling. Nun, stimmt es, dass du Bumekia ausgelöscht hast? Was denn, das wolltest du mich fragen? Das ist natürlich Unfug, Garnett. In Wahrheit waren es diese Ratten aus Bumekia, die es planten, Alexandria zu überfallen. Natürlich. Aber ich konnte ja schließlich nicht zulassen, dass sie unserem wunderschönen Alexandria etwas antun, oder? Daher musste ich ihnen zuvorkommen. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann. Aber sicher kannst du das. Ich bin es doch, deine liebe Mutti. Nee.
Ich kann dir das einfach nicht glauben. Was sagst du da? Du glaubst deine eigene Mutter nicht? Oh, na hallo. Verzeiht meine Aufdringlichkeit, aber darf ich bei diesem Theaterstück auch mitmachen? Theaterstück? Ja, und was für ein ergreifendes Stück es ist. Ein Prinz auf einem weißen Schimmel. Die Geschichte der tragischen Liebe einer wunderschönen Prinzessin. Das zarte Weiß ihrer Haut wird von der Farbe der Trauer übertönt und sie entschlummert. Ich kenne euch? Dass du und ich uns begegnen, das ist der Wille des Schicksals. Nun, meine liebe Taube, komm zu mir. Lass mich dir das Reich der Träume zeigen. Ja, und ihre liebe Mutti steht daneben und tut nichts. Was für ein liebliches Gesicht sie macht. Puh, eine freche kleine Göre. Zon, Son, bereitet sofort alles für die Bestia-Extraktion vor. Meine Bestia? Nein! Ich will nicht! Nein, ich will nicht! Geht weg von mir! Endlich ist Prinzessin Ganette 16 Jahre alt geworden, sag ich. Endlich ist Prinzessin Ganettes Körper so weit, um die Bestia aus ihm zu extrahieren, sag ich. Bestia, die ihr Unendlichkeit des Lebens in euch tragt, erwacht aus eurem 16 Jahre währenden Schlaf. Tretet in die Freiheit, empfangt das Licht. Die Zeit ist reif, die Zeit ist gekommen. Komm hervor, Odin, Kriegsgott der Finsternis. Nein, bleib hier. Ach, hier steckst du, Freya. Was ist deine Theorie zum Verschwinden des Wirbelsturms, mein Bester? Keine Ahnung, für mich war das schon ein Riesending, dass es überhaupt einen Sandwirbelsturm gab. Aus welchem Grund dieser dann also verschwunden sein könnte, das übersteigt meinen Horizont. Das kannst du natürlich nicht wissen, aber dieser Sandwirbelsturm tobte seit 500 Jahren ohne Unterbrechung. Glaubst du, dass Brain vielleicht etwas damit zu tun haben könnte? Klarer Fall, da steckt Brain hinter. Vielleicht, aber was ist mit ihren Verbündeten? Mir egal, ich vermisse Lily. Oh, aber klarer Fall, Brain. Klarer Fall, da steckt Brain dahinter. Schon allein, wir haben sie ja in Bomekia gehört. Die wollten, Clara angreifen. Natürlich steckt da Brain hinter. Ja, auch mich beschleicht dieses Gefühl. Wie auch immer. Ach übrigens, Sidan, um herauszufinden, warum der Wirbelsturm wohl verschwunden ist, wollte ich eigentlich den Baum hinabsteigen. Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Kannst du etwa Gedanken lesen? Prima, dann sind wir uns ja einig. Ich trommel Vivi, Quina und die anderen zusammen. Nee, warte. Da steht ja... Ach Gott, ich kann nicht mehr lesen. Ich trommel Vivi und Quina zusammen und warte dann am Stadteingang auf dich. Achso, jetzt spielen wir Freya. Aber das mit dem Bestia extrahieren oder diese Extraktion. Warum man das erst mit 16 machen kann? Also die Bestia, die schlummerten schon immer in Ganette bzw. Lily. Und ob sie vorher schon beschwören könnte? Ich glaube nicht. Aber jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo ihr Körper so weit ist, dass sie diese Macht, tragen kann, dass sie diese Macht ausführen kann, die Bestia zu beschwören. Und daher ist der Körper auch bereit, dass jemand anderes die Bestia absorbieren kann, quasi. Vorher ginge das nicht. So ähnlich zumindest. Wo wollte ich denn jetzt hin? Stadteingang hat er gesagt, ne? Aber ich wollte jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch was haben. Hier sind die Priester. Welche bösen Kräfte mögen wohl hinter all dem stecken? Ist die Kraft, der wir uns entgegenstellen, etwa so mächtig, dass sie selbst die Saiten unserer heiligen Harfe zerreißt? Ach ihr! Blüht Clara dasselbe Schicksal wie Bomekia? Oh.
Ist es denn nicht möglich, den Sandwirbelsturm irgendwie wieder herbeizurufen? Ach, der tobte 500 Jahre lang. Überlegt euch das mal. Da ist die kaputte Harfe. Oh Mann, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was sagt der König? Hast du Puck gesehen? Nee, gerade nicht. Gut, ich werde mal Freya ausrüsten. Ja, gib her. So, Drachentöter. Das kann erstmal so bleiben. Das nehmen wir natürlich. Und das. Und hier lernen wir noch. Okay. Das ist doch schön. Kurz nochmal die Abilities überprüfen. HP plus 10% wäre natürlich auch sehr schön. Tontauben brauchen wir erstmal nicht. Dafür machen wir HP plus 10%. Kannibale können wir gut gebrauchen. Drachentöter erstmal nicht. So. Level up. Götterspeise. Also bei ihr haben wir noch keine Autopotion, weil die würde ich für den bevorstehenden Kampf eigentlich schon gerne anlegen. Aber naja. Zur Sicherheit nochmal speichern gehen. Halt, da war ein Ausrufezeichen. Moment, zurück, alle Mann zurück. Also nur Freya. Gut, alle Frau zurück. Ich hab das gesehen. Ich hab das da. Gitzerkraut. Schön. Gefällt mir. Heißt das hier ist vielleicht auch noch was? Nee, ich glaube nicht. Nö. Dann gehen wir nochmal zur Pension. Ich habe auch keine Lust, dass, falls was schief geht, das alles nochmal zu spielen. Ach ja. Wir sind mit Freya alleine. Sich jetzt zu heilen. Oh, guck mal, Stillskin. Hi, kaufen. Das wird sich später noch lohnen, wenn wir immer alles von ihm kaufen. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Das ist schön, Mugnet. Ein Brief von Mohanna, Kupo. Lasst uns den sofort lesen, Kupo. Von Mohanna an Mopri. Seit der Sandwirbelsturm aufgehört hat, die sind ganz schön schnell im Schreiben. Aufgehört hat, sind lauter komische Leute gegen Clara aufgebrochen, Kupo. Was hat das nur zu bedeuten, Kupo? Ich habe eine schlimme Vorahnung, Kupo. Wird Clara etwa genauso zerstört werden wie Bomekia, Kupo? Kommt denn keiner zu Hilfe, Kupo? Oh. Und nein, Kupo. Ich packe sofort meine Sachen und schließe mich Stillskin an. Egal wohin, Hauptsache weg von hier, Kupo. Oh Mann. Da kriegt man ja selbst richtig Angst. Und die Musik, die tut natürlich einiges bei zu dieser Stimmung. So, nochmal speichern. Eieieiei. Das geht nicht gut aus. So, steht ihr da? Ja, super.